Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 4. Ich sehe gerade, wir haben keine Schutzweste. Fängt ja schon mal gut an. Dann können wir uns aber direkt eine besorgen im nächsten örtlichen Waffengeschäft. Neue Aufnahme. Sieht man daran, dass ich in der Wohnung starte. Starte ich sonst generell nur sehr selten. Ach ja, hier haben wir unsere wunderschöne Corvette. Und um ehrlich zu sein, habe ich gerade mal Bock, die zu fahren. Muss nur kurz noch die Lautstärke etwas zurückdrehen. So, jetzt dürfte es doch besser sein. Also auf meinen Kopfhörern. Bei euch wird sich da hoffentlich nichts verändern. Ist immer noch laut. Naja, ich will mich mal nicht so anstellen. Dann schrei ich halt eben noch ein bisschen. Dann verstehe ich mich auch selber. Nee, es geht jetzt. Ja, in der letzten Folge, was haben wir da gemacht? Da haben wir, glaube ich, im Stripclub penetriert. Stimmt ja auch. So hieß die Folge ja auch. Wunderbar, dann können wir ja jetzt eine andere Mission machen bei... Ja, sind ja ein paar Leute. Francis. Und so. Und Co. Ja. Aber erstmal, wie gesagt, holen wir uns eine neue, kugelsichere Weste, beziehungsweise Schutzweste. Brucey ruft an. Ach, der Schoneur, ne? Ja, von mir aus. Ach komm, ich hab keinen Bock, ey. Jetzt sind die Bullen wieder hinter uns. Ne, doch nicht. Ach, das ging ja mal schnell. In einer Stunde treffen wir uns mit Brucey, was trinken. Da können wir uns ja vorher noch mal ein bisschen mit Ammo eindecken, ne? Yeah, jetzt noch coole Musik hier. Rock'n'Roll. Auf jeden Fall, so muss das sein. Auf zum Waffengeschäft. Cooles Lied. Das kommt mir auch irgendwo her bekannt vor. Auch irgendwie ein älteres Lied, aber man sich ja immer mal wieder anhören. So. Das war knapp. Oh, wir sind ja schon da. Gibt es ja nicht. Dann fahren wir da mal rückwärts rein. Ruhig bleiben. So. Hier war das, ne? Genau. Mahlzeit. Was haben wir denn hier? Ja. Da dürfen wir noch genug haben. Hier bei der AK. Decken wir uns auch nochmal ordentlich ein. Okay, jetzt Sniper Rifle. Okay. Und jetzt die Schutzweste. Oh, Granate. Granaten haben wir ja gefunden. Ach, jetzt habe ich doch ganz vergessen, die RPG mir zu markieren auf der Map. Ich weiß, ich habe mich beim Schneiden selber dran erinnert. Also beim Schneiden der Folgen. Ne? Ich habe mich jetzt nicht geschnitten oder so. Ich ritze mich nicht. Es ist alles in Ordnung mit mir. ja, da habe ich dran gedacht und dann habe ich mir gedacht, nee, da bin ich jetzt zu faul zu, muss ja aufstehen, muss den Plan holen und ach, irgendwie hatte ich da gerade keinen Bock drauf. So haben wir jetzt auch wieder die Waffenkarte nicht aktualisiert für die neue Stadt. Egal. Okay, wir hätten da abbiegen müssen. Daran hätte ich denken sollen, bevor ich über den Kreisverkehr gefahren bin. Ach, scheiße. Fahren Sie über den Kreisverkehr. So, hier. Ah, da ist er ja, der verrückte Vogel. Müsste ja genau das richtige Auto sein. Für... Ist er uns gerade hinten reingefahren? Vollidiot. So, jetzt sollen wir uns eine Bar aussuchen. Was haben wir hier? Ach, das ist dieser irische Pub, ne? Ich glaube, hier waren wir noch nie.
Können wir da ja auch mal ganz gut hinfahren, ne? Die haben nichts gesagt, die Bullen. Haben die denn geraucht? Haben die gerade ein paar Kiffern ihre Joints abgenommen oder was? Wir sind hier doch gerade voll reingefahren. Okay, ich will mich jetzt nicht beschweren, ne? Jo. I'm an animal, ich bin ein Tier. Ja, klar. Vollgepumpt mit Steroiden. Bestimmt könnte Nico den locker fertig machen. Aber locker. Mehr als eine große Fresse hatte er nicht. Und ein paar aufgepumpte Muskeln. Aber dafür kleine Eier, ne? Passiert, ne? Wenn man so eine Scheiße frisst. Und damit meine ich nicht das Essen von Mc's. Obwohl, ich will nicht wissen, was da alles drin ist. Ne? Unter Umständen kriegt man davon auch kleine Eier. Na, also, lieber aufpassen. So. Hätten wir etwas eher anfangen müssen zu bremsen, ne? Wenn ich mal das Fahrverhalten analysiere, die Daten auswerte, dann hätte man durchaus eher bremsen können. Aber egal. Hey, hier. Stell mich doch nicht an der Ampel an. Wer bin ich denn? Kann ich da direkt reinfahren? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich da zu Fuß rein. Mann! Gib Gas! Wahrscheinlich muss ich da zu Fuß rein, oder? Nee, geht auch so. Hervorragend. Ja, ja, mein Champion. Oh, wir sind auch voll. Aber immerhin bewahren wir noch die Coolness. Im Gegensatz zu dem. Ja, gute Nacht, würde ich sagen. Macht er denn da mit seinem Kopf, ey? Scheißverkehr! Komm noch vor das Auto. Schade. Er schlaf nicht auf meinem Schlitten ein hier. Ah, das Lied, das habe ich mir sogar mal gekauft bei iTunes. Ich da irgendwie ein Ei, ein Ohrwurm von hatte. Ein Eiwurm. Wurm, wie auch immer. Der Eiwurm. Demnächst von Apple. Der Parasit für jedermann. Oh, die Bullen haben uns fahren sehen. Apropos Parasit, ich wollte ja eigentlich es schaffen, das GTA 4 Let's Play zu beenden, bevor The Last of Us rauskommt und das dann Let's Playen. Aber das GTA 4 Let's Play ging dann doch etwas länger, als ich gedacht habe. Ich naiver Mensch. Außerdem habe ich mir auch mal zwischendurch eine Pause gegönnt. Und deswegen, naja, halt eben kein The Last of Us Let's Play. Dafür betrunken in GTA 4 Auto fahren. Oh, geht's noch? Scheiß Vollidioten, ey. Mann. Das Lied heißt übrigens New York Groove. Und ist aus den 70ern. Wobei, man könnte schon fast sagen 60er. Aber ich will mich da mal nicht festlegen. So. So, Woodstock, wobei, das ist noch eine Nummer krasser, ne? So, was ist halt, das geht gar nicht, ey. Ah, das sind auch nicht die Schlausten, ne, die Bullen. So, oh, jetzt wird's aber schlagartig besser, ne? Mit dem Besoffensein? So ist das bei mir auch, nur dass es schlagartig auf einmal anfängt. Aber das ist eine andere Geschichte. So, 9 Minuten haben wir ungefähr schon mit nichts tun raufgebracht und auch sowas führt dazu, dass wir viele Folgen haben. Aber naja, es macht ja auch Spaß, ne? Wir rushen hier ja nicht durch. Schnauze. Oh, das ist... Komm da nicht drauf, klar. Oh,
kotz gleich. Nee, es geht noch. Wobei, Autofahrten, wenn ich voll bin, kann ich auch nie so gut haben. So. Dann, sag ich mal, schlaf gut. I see you soon, man. Ja. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Dann speichern wir nochmal ab. Hm? Mit dem Speicherstand Undress to Kill. Und ich würde sagen, wir verlieren einfach keine Zeit und gehen mal nach Pecky, der eine Mission für uns hat. Hast du mich gerade Hurensohn genannt? Unser Auto springt nicht mehr an. So, das hast du jetzt davon. The Last of Us habe ich mir trotzdem gekauft. So ein geiles Spiel. Heilige Scheiße, das Spiel ist echt so episch. Nope. Auto springt nicht mehr an. Egal. Geh und stirb. Dwayne ruft an. Nico, man. I was out today and I saw this bitch coming out of Nail Place. She looked just like my old girl Cherise. The one you said you killed with Javon outside the arcade. You sure that was her? Dwayne, it was her. She screwed you over while you were inside. She's dead now. Shit, man. I could have sworn it was her. Yeah. Sorry, man. She's gone. Maybe things could have been different in another life. Word. Oh je. Dwayne hat gerade ein bisschen Schiss, dass wir die falsche Perle erschossen haben. Wobei er sich, glaube ich, nicht Sorgen macht um die Perle, die wir aus Versehen erschossen haben, sondern nur, dass wir nicht die richtige erschossen haben, ne? Man weiß es nicht so genau. Das ist aber jetzt schon ein bisschen krasse Musik, ne? LCHC. Das ist wohl so ein... was ist das? Black Metal oder so? Kenne ich mich nicht so mit aus. Ich stehe ja auch generell eher so auf Elektronik. Sounds so... ja. Elektro und House, das ist eher so mein Genre. Und Dubstep. Und ein bisschen Glitch. Ja. Also so Dubstep. Ja, naja. Aber Rock auch mal. Ne? Also ich bin da... manchmal habe ich auch Bock, hier richtig, richtig Harte zu hören. Ne? Naja, ist auch egal. Schalten wir mal bei Johnny. Das ist hier. Das ist mir zu krass. So, Liberty. Was? Da ist noch so ein Penner ausgestiegen. Muss man jetzt nicht verstehen. Ne? Egal. Mann, könnte ich mal aufhören zu labern? Oh je, ich... hab schon so eine Befürchtung, was für eine Mission das jetzt ist. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin sage ich schon mal ciao und haut rein.